Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map. Und zwar spiele ich heute mal die Map Unlikely Escape. Und hier steht's auch schon: Welcome to Unlikely Escape, one word escape. Das heißt, wir müssen irgendwo ausbrechen, ich weiß nicht wo. Ich bin hier erstmal in einem Raum gespawnt und das sieht schon mal ziemlich, what, komisch aus. Wo bin ich denn jetzt hier reingegangen? Ich habe mir noch nicht mal so wirklich die Schilder durchgelesen. Aber gut Leute, okay, ich denke mal, das ist hier der Start. Ich drücke mal gleich auf den Knopf drauf und hier ist nochmal ein Knopf. Okay, und hier geht's dann nicht weiter. Und, oh, da oben ist nochmal ein Knopf. Ich denke, ich habe schon direkt gefunden. Auf jeden Fall, falls ihr mehr Bock auf solche Custom Maps habt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, ach so, okay, haben wir hier Sprungkraft. Und ohne die Sprungkraft, okay, können wir nicht den Button erreichen. Komm, das ver... Oh, okay, versuche ich gleich mal. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen gefällt, schon mal direkt. Aber ich muss dann einfach nur ganz kurz hier drauf. So, zack. Und dann natürlich auch noch den Button treffen. Und ich denke mal, so wenn ich es jetzt mal schaffen würde, dass das das erste Level ist. Ja, und hier ist eine Kiste, die erstmal nichts macht. Und was müssen wir jetzt machen? Wir haben Sättigung 3 die ganze Zeit. Und das ist, okay, ein Block, der wirklich gar nichts macht. Und ansonsten, okay, da oben, Moment mal, da habe ich, ist da eine weitere Kiste oder sieht es nur so aus? Okay, ich glaube mal, das sind zwei Kisten. Aber wie komme ich zu der anderen Kiste? Okay, Moment mal, also der Block gibt uns keinen Effekt hier. Der auch nicht und der hier auch nicht. Aber hä, wie muss ich das Ganze jetzt machen? Beziehungsweise, oha, das sind ganz viele Kisten, glaube ich mal. Aber, Moment, habe ich jetzt eine andere geöffnet? Okay, doch, jetzt habe ich die hier geöffnet. Aber wenn ich jetzt die hier öffne... Okay, ja stimmt, ich öffne die auf verschiedenen Seiten. Aber ich glaube mal... So, okay, muss ich irgendwie nach vorne klicken oder so? Kann das auch sein? Beziehungsweise nach da. Also irgendwie muss ich eine richtige Kiste finden. Da sind ganz viele platziert. Wie viele genau, weiß ich auch nicht. Aber ich habe doch jetzt schon, glaube ich, mal alles angeklickt, soweit ich weiß. Aber es ist echt schon schwieriger, als ich dachte. Aber in so einem kleinen Raum, es kann halt wirklich nicht viel geben, womit man ausbrechen kann. Deswegen muss ich nur noch die richtige Kiste finden, wenn ich das jetzt mal schaffen sollte. Und ja, ich habe es geschafft. Knopf kann platziert werden auf Lapis Lazuli Block. Perfekt, Leute. Mache ich gleich mal. Ja, und ich bin im nächsten Level. Und hier ist eine Kartoffel. Elvis the Baked Potato. Okay. Und diese Blöcke machen erstmal nichts. Und was haben wir hier? Wir haben wieder zwei Knöpfe. Und hä, ist es jetzt... Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es jetzt nochmal so ein gleiches Level ist. Aber vielleicht auch schon. Aber es wäre vielleicht auch ein bisschen lame. Aber die Kartoffel, mit der, denke ich mal, kann ich auch nichts anfangen. Also die zwei Knöpfe, nee, die machen wirklich gar nichts. Doch, okay, Moment mal, hier ist was. Da kann ich aber nicht... Nein, ich kann da nicht rein. Okay, beziehungsweise auch nicht den Knopf anklicken. Aber was? Hä, hat sich jetzt auf einmal verändert? Ich bin jetzt auf einmal in einem komplett anderen Raum. Kann ich jetzt drauf drücken? Immer noch nicht. Also hier passiert nichts. Jetzt vielleicht. Okay, nochmal drauf drücken. Ja, ich denke mal, da hab ich jetzt... Doch, jetzt passiert was. Hä, ich habe den Knopf doch schon tausendmal gedrückt. Moment mal, da ist nochmal ein Knopf. Und ist da jetzt wieder einer? Nee, da ist keiner. Also man hätte sich ja schon so ein bisschen denken können, was passiert bei dem Map-Namen. Aber dass das jetzt so eine Map ist, hätte ich auch nicht gedacht. Also wirklich aus so einem kleinen Raum ausbrechen. Das Problem ist halt jetzt... da oben hat sich wieder was geöffnet. Aber wie kann ich jetzt... Oh shit, da ist doch bestimmt ein Knopf. Wie kann ich da jetzt hier ausbrechen? Ich drücke jetzt nochmal den Knopf. Vielleicht bringt das ja was. Oder auch nicht. Also, Moment mal. Ich schaue jetzt erstmal im F5-Modus oder so. Ist da oben was? Ich kann es leider nicht erkennen. Also, ich schaue jetzt nochmal... Ah, hier, da kann man das auch nicht erkennen. Aber da kann ich auch nichts anklicken. Deswegen versuche ich jetzt nochmal... Irgendwie hier so alles abzusuchen. Ich kann auch mal auf die Laternen hier, aber ich denke mal, das macht nichts aus. Aber vielleicht, ja doch, gibt es ja irgendwelche Effekte auf den Blöcken. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich denke mal, hier erstmal nicht. Okay, hier auch nicht. Vielleicht auf dem Holzblock, war ich da schon drauf. Ja, ich denke mal, da passiert auch nichts. Okay, Leute, deswegen, ja, da muss doch irgendwie, hä, da muss doch was passieren. Aber es passiert einfach gar nichts. Vielleicht muss ich auch irgendwie auf den Block stehen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und da gibt Effekte. Da vorne ist ja auch noch ein Holzblock. Und vielleicht gibt der einem einen Effekt. Kann auch sein, natürlich. Und ja, ich habe sogar Levitation bekommen. Und da oben müsste doch irgendwo der Knopf sein. Ja, der ist an der Wand. Okay, Leute. Und die Kartoffel habe ich jetzt immer noch.
Und wir sind jetzt endlich im nächsten Level. Wie soll man da denn bitte schön drauf kommen? Und ja, okay, hier ist ein Villager. Und was haben wir hier? 22 Weizen. Okay, für 1 Smaragd. Dann 18 Kartoffeln für 1 Smaragd. 19 Karotten und 1 Smaragd 4 Brote. Okay, da handelt also nichts Besonderes irgendwie. Das war's auch schon. Und hier ist ein Knopf. Und hier sind wieder diese, okay, Red, diese Lampen. Und was haben wir hier diesmal? Oh, da öffnet sich. Was ist da? Das ist doch bestimmt ein Knopf oder so, den ich wieder drücken muss, aber der extrem schwer zu erreichen ist. Und okay, hier kriegen wir diesmal keine Effekte. Ah, das ist schade, Leute. Und okay, nee, da oben ist kein Knopf, da ist eine Kiste. Aber komm, deswegen. Oh, okay, hier ist ein Buch drin. Kann ich mir das gleich mal rausnehmen? Und was steht hier denn? Dale, Fragezeichen. I wrote this book. Punkt, Punkt, Punkt. I wrote this book. Ich weiß jetzt nicht, was es uns bringt. Und ja, komm, das ja, machen wir einfach mal nicht. Wir signieren das Buch nicht. Aber was ich jetzt genau machen muss, das weiß ich auch nicht. Da handelt irgendwie kein Buch oder so. Und ja, das bringt mir alles nichts. Aber hä, wie soll ich denn hier bitte schön weiterkommen? Okay, ich kann mir das nochmal anschauen. Vielleicht ist da hinten ja doch irgendwie so ein Button versteckt. Aber da ist bisher okay, nur die Kiste zu sehen. Moment mal, vielleicht... Okay, hinter dem... Da hätte... Moment mal, ist da was? Das kann natürlich auch sein. Komm, ich schlag den mal weg. Oh nee, okay, schade. In der Ecke. Das wäre natürlich auch krass, wenn in der Ecke irgendwie was versteckt wäre. Aber ich denke mal, da müssen wir den irgendwo hinschlagen. Ich glaube mal nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, was wir jetzt sonst machen müssen. Vielleicht muss ich den ja doch in die Mitte irgendwie schieben oder so. Kann ja auch sein. Also komm mal genau da drauf. Aber es passiert einfach gar nichts. Und handelt auch irgendwie... Okay, keine anderen Sachen. Ja klar, ist ja logisch, aber ist da oben echt nichts irgendwie, was man noch so nehmen kann? Da oben ist nur ein Stein. Ich denke mal, das war alles. Und ja, einfach nur eine ganz normale Kiste. Und ich denke mal, das war es auch schon. Was? Jetzt hat sich auf einmal was geöffnet. Ich habe irgendwie random nur was... Okay, das bleibt jetzt für immer geöffnet. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Ich habe irgendwie die ganze Zeit auf den Villager gedrückt und auf einmal ist das Loch da aufgegangen. Okay, das würde ich jetzt echt gerne mal wissen, wie das jetzt, okay, gegangen ist. Aber gut, Leute, ich drücke jetzt auf den Knopf. Ich denke mal, okay, hier komme ich auch eh nicht mehr raus. Das ist der richtige Knopf. Und hier steht, I hope you know about glitches. Oh nein, okay, also da oben ist ein Knopf. Muss ich irgendwie, keine Ahnung, so wohin fliegen? Kann natürlich sein. Hä? Okay, Moment mal. Was passiert jetzt? Ich habe Schwebekraft und irgendwie... Okay, funktioniert das nicht, wenn ich hier losfliegen will? Alles klar, aber mal schauen, wie soll das genau funktionieren? Vielleicht hier und jetzt ganz schnell oben ankommen. Oh, okay, nee, jetzt springe ich wieder normal. Wie soll... Alter, die Glitches, beziehungsweise die Levels sind halt echt extrem schwierig. Vielleicht von hier, kann ich mir auch gut vorstellen. Und... What? Oh mein Gott! Was war das denn? Jetzt bin ich gestorben und... Okay, jetzt bin ich zum Glück wieder hier. Was? Okay, das ist irgendwie... Nein, ziemlich komisch. So, Leute, komm, das mache ich jetzt noch einmal. Aber es geht... Oh mein Gott, es geht irgendwie ziemlich schwierig. So, jetzt vielleicht. Und... Komm, 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 komm. Ich erreiche ihn doch. Nein, und jetzt sterbe ich wieder. Das war richtig knapp. Das Level ist halt echt mal cool. So, und... Ich glaube mal, so langsam habe ich es doch raus, oder? So, komm, hier jetzt lang. Und... Das war wieder gar nichts. Aber komm, Leute. So, hier nochmal auf den Knopf drücken. Aber nee, wie soll das genau jetzt gehen, bitteschön? Ich bekomme es irgendwie nicht mehr hin, aber ich hätte es ja vorhin fast geschafft. Also es tut mir leid, dass ich jetzt cheaten muss. Ihr könnt es natürlich selber mal gerne ausprobieren. Jetzt bin ich natürlich wieder im Game Mode 2. Ich denke mal, da oben ist nichts mehr. Also ich war ja schon da oben. Sogar ganze zweimal. Und es passiert wirklich gar nichts. Moment mal, so muss ich jetzt nochmal darunter. Und was passiert... Jetzt hier, bitteschön. Ich bin jetzt nochmal hier. Aber was? Okay, da oben ist nochmal eine Kiste und hier steht Fred the Baked Potato. Jetzt habe ich schon zwei Stück insgesamt. Dabei findet sich nichts mehr. So, jetzt kann ich nochmal nach oben und ja, da ist diesmal... Oh, shit. Okay, jetzt ist es zugegangen. Hier ist jetzt auf einmal ein Wasserloch und ich kann auf den Knopf drücken. Und da steht, you are now free. Enjoy your freedom. TNT, ich habe ein Feuerzeug, einen Knopf und war es schon zu der Map? Okay, also Moment mal, jetzt bin ich draußen. Und ja, das waren anscheinend so alle Level wirklich davon. Es waren eigentlich nicht viele Level, aber ja, vor allem auch kleine Level. Man hat aber trotzdem manchmal nicht gewusst, wie es irgendwie genau weitergeht.
Und ja, ich kann jetzt auf jeden Fall, ich bin auch im Game Mode 1 auf einmal, sehr nice. Ich kann jetzt alles mal in die Luft sprengen. Okay, es wird wirklich alles in die Luft gesprengt. Und das war es auch so zu der, ja, zu der schönen Map. Also von der Map ist nicht mehr viel übrig. Man wüsste jetzt noch nicht mal irgendwie, dass es eine Escape-Map ist. Aber die Map hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich hoffe, euch auch, liebe Freunde. Falls ja, könnt ihr natürlich gerne mal eine positive Bewertung da lassen. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!